Du interessierst dich für das Thema Haustüren. Sehr schön. Ich nehme dich jetzt einmal kurz mit in unsere Ausstellung und erkläre dir so ein paar Kleinigkeiten, auf die man bei der Auswahl von Haustüren achten sollte und erkläre dir natürlich hier und da, welche Türvarianten gibt es eigentlich und welche Optionen und Möglichkeiten hast du. Also, vorab ist ganz entscheidend, alle Haustüren sind natürlich mit oder ohne Seitenteil möglich. Seitenteil bezeichnet man solche Glaselemente neben der Tür. Das kann rechts und links sein. Es gibt auch ein Oberlicht, dann ist dieses Seitenteil oben drüber. Das heißt, du kannst im Prinzip mit der Lochgröße bestimmen, wie viele Elemente sind noch neben der Haustür und wie viel Licht fällt dann zum Beispiel auch noch bei einer geschlossenen Tür in dein Haus. Ein weiterer Faktor ist, wie soll die Grundtür aussehen? Also wie sieht eigentlich dein Haus aus? Was für eine Stilrichtung hast du? Das heißt, möchtest du wie hier eine eher geradlinige, moderne Tür? Oder sagst du, nee, für mich kommt eigentlich eher eine klassischere Tür in Frage? Der nächste Auswahlfaktor wäre eigentlich das Thema Material. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Materialien, die für Haustüren gängig sind. Also klar, gibt es auch noch ein paar Randzonen, aber richtig gängig sind Aluminium, Holz und Kunststoff. Bei Kunststoff ist es so, wir haben keine Kunststofftüren bei uns im Sortiment, weil wir einen recht hohen Anspruch daran haben, was Verwindungssteifigkeit, Schließverhalten und thermische Trennung angeht. Und in einem von diesen Punkten muss man bei den meisten Kunststofftüren einen echten Kompromiss eingehen. Es gibt natürlich auch wirklich gute Kunststofftüren, gar keine Frage, aber die sind dann so teuer, dass man eigentlich auch direkt eine Alutür nehmen kann. Und deswegen empfehlen wir entweder Alu oder Holz. Welche Variante davon die empfehlenswerteste ist, hängt davon ab, wie die Tür nachher aussehen soll. Das heißt, es gibt ganz charakteristische optische Unterschiede, warum es empfehlenswerter ist, die ein oder andere Tür zu nehmen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie dein Einsatzort ist. Also ob die Tür direkt in der vollen Bewitterung steht oder ob sie eher geschützt ist, ob du eine uniforme Feinstruktur haben möchtest oder eine Holzmaßung oder wie hier zum Beispiel eine Schieferoberfläche. Also es gibt da sehr, sehr viele Unterschiede. Das lässt sich aber in so einer Beratung relativ entspannt klären. Ansonsten ist der erste Schritt, dass man sich überlegt, soll es eine Zuhtür sein oder eine Tür mit Lichtausschnitt. Wenn es eine Tür mit Lichtausschnitt sein soll, dann stellt sich die Frage, wie groß soll der Lichtausschnitt sein? Das heißt, möchte ich wie hier eine eher große Glasfläche haben, dass wirklich viel Licht in den Flur fällt. Ist gerade bei Altbauten interessant, wenn ich keine Seitenteile habe und einen relativ dunklen Flur. Oder reicht mir eigentlich nur so ein kleines bisschen Licht? Oder möchte ich einfach eine geschlossene Tür haben? Dann stellen sich die Fragen, wie soll die Tür aufgebaut sein? Das heißt, es gibt Türen, die sind flügelüberdeckend, so nennt sich das. Das heißt, die Tür ist eine einzige Ebene und dann gibt es Türen mit einer Einsatzfüllung. Das heißt, das Innenleben ist in die Tür reingesetzt und dadurch habe ich immer solche Clipsleisten außen. Außer, dass es günstiger ist, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man diese Variante nimmt. Wir empfehlen eigentlich immer beidseitig flügelüberdecken, weil es viel, viel pflegeleichter ist und am Ende natürlich auch einen deutlich höheren Isolierwert hat, denn die Tür sieht dann im Querschnitt so aus. Also das ist wirklich auch von der Isolierung her eine Top-Geschichte. Dann gibt es verschiedene Aufbauten. Da geht es eben um die Profilquerschnitte. Auch da gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Wir empfehlen grundsätzlich Türen mit einem Carbonrahmen. Das heißt, die haben nicht Alu-Trennung Alu, sondern die haben Aluminium und Carbon. Der hat halt den Vorteil, dass der diesen sogenannten Bimetall-Effekt, das heißt, jedes Metall dehnt sich aus, wenn es warm wird, zieht sich zusammen, wenn es kalt wird. Ich sage mal als Beispiel, anthrazitfarbene Tür, Mittagssonne steht auf der Tür, dann ist die auch mal 70 Grad heiß. Oder ist es draußen einfach minus 20 Grad und drinnen plus 20, dann habe ich ein relativ hohes Temperaturgefälle. Und wenn ich zwei Aluschalen habe, die aufeinander liegen, dann wird die eine klein, die andere groß und dadurch wird die Tür rund. Das merkt man nicht, weil es ungefähr 2-2,5 mm sind an der Optik, aber man sieht es und spürt es am Schließverhalten. Das heißt, die Tür geht einfach nicht mehr so satt ins Schloss, wie ich mir das für eine Haustür eigentlich wünsche. Deswegen verkaufen wir nur Türen mit Carbonrahmen, können dafür aber auch Türen problemlos in, ich sag mal, 3 Meter Höhe, ohne da eine schlaflose Nacht zu kriegen, während eine klassische Alu-Alu-Tür, ich sag mal, sogar 2,40 Meter hören die auf. Holztüren sind deutlich verwindungssteifer, als man denkt. Ganz viele Leute denken ja, Mensch, Aluminium ist super und Holz ist Sommer-Winterseits schlecht. Das ist allerdings mittlerweile genau umgekehrt, denn alle wirklich gut gemachten Holzhaustüren haben einen Stahlkern innen drin. Das heißt, in der Tür ist ein auf Maß geschweißter Stahlkern und die ganze Tür ist vom Aufbau so, dass ganz viele Schichten Holz längs, quer, längs, quer, längs, quer. Das heißt, jede Schicht arbeitet in eine andere Richtung, sich gegenseitig absperren und die haben ein extrem sattes Schließverhalten. Der Riesenpluspunkt von der Holztür ist, dass ich extrem frei bin in der Gestaltung. Das heißt, ich kann
jede Art von Oberfläche machen, also Asteiche, Alteiche, Unifarbtöne, und ich kann alles wieder in den Neuzustand zurückversetzen. Das heißt, die Holzoberfläche ist nicht so stabil wie bei Alu. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit irgendeinem harten Gegenstand drüber kratze, habe ich deutlich schneller einen Kratzer drin als bei einer Alutür. Dafür könnte ich hier aber jetzt auch mit dem Hammer ein Loch reinschlagen und nach ungefähr 2, 2,5 Stunden, in dem da ein Tischler seine heilenden Hände plus einer kleinen Lackoberfläche an der Tür ausführt, sieht die halt aus wie frisch aus dem Karton. Das heißt also, ich kann eine Holztür immer wieder in den Neuzustand zurückversetzen, und das ist halt eine ganz tolle Geschichte. Ja, was gibt es sonst noch? Es gibt natürlich verschiedene Arten von Stoßgriffen. Das heißt also, die gibt es in rund, die gibt es in eckig. Ich kann natürlich auch mit dem Knopf arbeiten, wie das hier der Fall ist. Es gibt verschiedene Arten von Fräsungen, Lichtausschnitten, natürlich unendlich viele Farben und Oberflächen. Also ich kann verschiedenste Grautöne, verschiedene Farben und Varianten nehmen. Ganz, ganz, ganz viele Verriegelungssysteme. Das heißt also, ich kann die Tür mit dem Fingerscan öffnen, mit dem Tastaturcode. Also da gibt es wirklich eine extrem tiefe Auswahl. Es gibt auch sowas wie eine gehackte Türoberfläche, wenn ich eine richtig urige Tür haben will. Und das Ganze natürlich für jeden erdenklichen Geschmack. Das heißt also, ich kann bei den Seitenteilen immer wählen, sollen die aussehen wie die Tür oder sollen sie Glas sein. Ich kann das Ganze sehr, sehr stilig gestalten oder eben sehr modern. 2, 3 Faktoren will ich dir noch mit auf den Weg geben, die wichtig sind bei der Auswahl. Wenn du eine Alutür nimmst, würde ich dir immer eine Feinstrukturoberfläche empfehlen, also so eine eher strukturierte Oberfläche, weil es, was Fingertapsen angeht, um Lichtjahre pflegeleichter ist als eine klassische 0815 Pulverbeschichtung. Und ich würde dir empfehlen, eine Automatikverriegelung in die Tür reinzusetzen. Und das zeige ich dir jetzt auch noch mal eben. Automatikschloss bedeutet, beim normalen Türelement ist es so, dass wenn du die Tür schließt, ist es nur dieses Bauteil, was die Tür zuhält, die sogenannte Falle. Das heißt, wenn ich die Tür zumache, ist es nur dieses eine Stück, was die Tür zuhält. Da kann ich aber aus einer Cola-PET einfach ein Stückchen rausschneiden oder eine Fahrradspeiche nehmen, die zweimal geknickt ist, gehe durch die Nut von außen und klack, ist die Tür offen. Das heißt, theoretisch müsstest du jedes Mal, wenn du gehst, deine Tür abschließen und jedes Mal, wenn du kommst, deine Tür aufschließen. Oder die Tür eben nachts auch abschließen, wenn du da ruhiger schlafen möchtest. Dann ist aber eben auch wirklich deine Tür verriegelt. Automatikschloss bedeutet, in der Sekunde, in der die Tür zufällt, macht es klack und die Tür schließt automatisch ab. Das heißt, du musst nie wieder mit dem Schlüssel abschließen, sondern du machst die Tür zu und die Tür ist verriegelt. Immer automatisch. Extrem angenehme Geschichte. Entriegeln durch Drücken der Klinke. Das heißt also, so schließt die Tür ab und so schließt die Tür wieder auf. Das ist wirklich ein extrem hoher Komfortgewinn. Als Beispiel, wenn ihr zu zweit wohnt und ihr geht am Tag zweimal aus dem Haus, dann habt ihr zweimal 365, also weit über 700 Mal, die ihr nicht einen Schlüssel aus der Hosentasche kramen müsst und die Tür aufschließt. In 10 Jahren sind das 7000 Mal weniger auf- und abschließen. Da ist der Mehrpreis von einem Automatikschloss quasi schon an Hosenverschleiß wieder drin. Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert. Weiterer Vorteil ist, wenn man wirklich mal im Haus ist und es brennt, weil sich der Tauchsieder selbst entzündet hat oder sonst irgendwas, man kommt eben auch zur Not immer wieder raus. Jetzt kommt immer die Frage, was mache ich denn, wenn ich kleine Kinder habe oder ähnliches? Ich kann so eine Tür natürlich auch zusätzlich abschließen, aber dadurch blockiere ich die Klinke. Das heißt also, diese Tür ist dann so, dass ich sie gar nicht mehr aufkriege. Das ist von der Einbruchhemmung nicht nötig, aber ist schön als Option, dass wenn ich sag mal einfach, einen Kindergeburtstag habe mit 10 auf Zuckerschock verfallenen 5-Jährigen und ich möchte, dass die alleine im Neubaugebiet rumstreunern, dann kann ich so eine Tür auch zusätzlich abschließen. Und letzte Option, was wir auch bei unseren Türen immer empfehlen, ist ein elektrischer Öffner bzw. eine Tagesentriegelung. Das heißt, man hat die Möglichkeit, so einen kleinen Schnapper hochzumachen und die Tür dann einfach so auf- und zuzuschieben. Das ist toll, wenn du im Garten zugange bist, wenn du mal eben zur Mülltonne gehst oder wenn die Kinder draußen spielen und im Winter rein und rauslaufen können sollen ohne einen Schlüssel. Ja, damit hast du jetzt schon mal so einen groben Abriss von Haustüren gekriegt. Welche Tür natürlich perfekt zu dir und deiner Einrichtung passt, das lässt sich nur in einem Beratungsgespräch klären, wo man dann wirklich Schritt für Schritt durchgeht, auch guckt, welche Maserung, welche Oberfläche gefällt dir, welcher Farbton. Soll die Tür innen weiß, außen in einer anderen Farbe, Holzfarben oder Unifarben sein? Welchen Isolierwert möchtest du haben? Welcher Stoßgriff liegt von der Haptik toll in der Hand? Und welche Ansprüche hast du an die Sicherheitstechnik? Aber das klärt man dann, wie gesagt, am besten in einem Beratungsgespräch. Und ich hoffe, so als ersten Überblick hat dir das schon mal ein wenig weitergeholfen.